Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus, willkommen hier zu einem weiteren Fauna-Video und es ist mein erstes Video zu Marching Fire. Die neue Fraktion ist da, die Wulin, und ich stelle euch jetzt den ersten Charakter davon ein wenig vor, und zwar den Jiang Jun. Der zählt hier mit zur schweren Klasse, wie Kriegsfürst Chokuki, Eroberer und so weiter, also schwere Kategorie. Hat dafür aber viel, viel mehr Kombo-Möglichkeiten als zum Beispiel ein Kriegsfürst, deswegen fiel meine erste Wahl auf den Jiang Jun, den ich dann, denke ich, auch in den ersten Matches eher spielen werde. Ich finde ihn eigentlich ganz stylisch und wie gesagt, schwere Charaktere mag ich sehr gerne, so in Team-Modus, und dann hat er auch noch super, super Kombo-Möglichkeiten. Ich werde euch hier einige vorstellen. Das ist jetzt hier kein Hardcore-fortgeschrittener Guide, sondern ich stelle euch den Charakter ein bisschen vor, zeige euch Kombos und meine Ideen, was man damit machen könnte, und vielleicht hilft euch das ja weiter zu entscheiden, wem ihr da als nächstes für euch freischalten könnt. So, wir gehen erstmal einmal in die Aktionsleiste, denn einige Sachen sind bei ihnen ein bisschen einzigartig, sage ich jetzt mal, oder... Ja, wobei andere Charaktere können das auch. So, er hat gute schwere Schläge, und der erste Eröffnungsschlag, ein schwerer Eröffnungsschlag, hat hier wieder die Hyper Armor, kann also nicht unterbrochen werden. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Schwere Eröffnungsschläge sind unaufhaltbar. Und schwere Kettenabschlüsse sind nicht blockbar. Also immer wenn ihr vorher einen leichten oder einen schweren gemacht habt als Eröffnung und ihr macht danach einen zweiten schweren, ist der immer unblockbar. Egal auch von welcher Richtung ihr das machen könnt, immer unblockbar. Sehr, sehr coole Sache. Das wollte ich euch erstmal nochmal zeigen, bevor ich hier mit den Standardangriffen anfange, weil da kommt denn dann das schon vor, dass er da Unblockbare raushaut auf einmal. So. Was ihn, ja, wie gesagt, stärker macht, finde ich, als andere schwere Klassen, ist, dass er die Kombo-Möglichkeiten hat. Allein schon hier zwei leichte aneinander zu reihen, das kann mein Kriegsfürst, den ich ja sehr gerne gespielt habe, nicht. Ne? Der kann nicht zwei leichte aneinander reihen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Kommt ja auch sehr, sehr schnell, der zweite Schlag. Und das könnt ihr dann noch kombinieren mit einem leichten und einem schweren. Und da seht ihr schon... Erstmal wegmachen, den Gegner. Da seht ihr schon, dass der zweite Schlag dann, wenn der ein schwerer ist, sofort schon unblockbar ist. Weil die Einleitung ist dann der leichte hier. Und danach kommt dann der schwere schon. Leicht schwer ist das eigentlich nur. Und da ist der dann einfach schon mal unblockbar. Also. So, und dann gibt es auch noch Einleitung mit einem schweren und dann mit einem leichten hinterher. Und wie gesagt, der erste Schwere, da seht ihr auch, wenn ihr mal auf den Charakter achtet, dass er anfängt zu leuchten. Das ist die Hyper-Armor, wo er nicht unterbrochen werden kann. Da seht ihr das. Das ist halt bei jedem Eröffnungsschweren. Und danach folgt ein sehr schneller, leichter hinterher. Aber er blockt hier halt immer sehr gut auf der Seite. Das sind so die Standardsachen. Leicht, schwer und so weiter. Was ihr auch machen könnt, selbstverständlich, ist auch zweimal schwer. Dann ist der erste ist halt unaufhaltbar und der zweite wäre dann hier einfach unblockbar. Und das ist so schon, finde ich, Standardattacken von dem Guten, aber finde ich sehr stark, gerade wenn es im Teamspiel geht. Wenn ihr jetzt Herrschaft spielt, ihr seid mit der Gruppe unterwegs und ihr wollt da von hinten oder von der Seite noch mithelfen, mit auf den Gegner raufzuschlagen, dann macht ihr einfach schweren von oben, dann nach einem unblockbaren oder so. Schaut da, dass ihr die Kameraden dann nicht trifft. Ähnlich wie der Highlander das eigentlich auch machen kann im Teamspiel. Finde ich nicht schlecht. So, dann kommen wir mal zu den weiteren Sachen, was er noch so kann. Er kann links, rechts ausweichen und dabei einen schweren Schlag machen. Ja, wie wird ausgeführt, wie beim Kensei. Also hier Ausweichbewegung zur Seite. Da hat er übrigens auch den verbesserten Block da noch dabei. So, wenn ich jetzt links und rechts ausweiche, kann ich einen schweren Angriff machen. Seht ihr schon? Also schnell kommt er nicht, wenn man da ausweicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so viel bringt im Kampf, wenn ihr da diesen Ausweichschlag macht. Nicht so nervig wie beim Kensei, weil der Schlag halt nicht von der anderen Seite kommt oder so. Aber kann, denke ich mal, sehr leicht pariert werden. So, die Variante hat er noch. Dann könnt ihr noch auf den Gegner zu und einen Schlag von oben machen. Also hier so hin zum Gegner. Und dann einen schweren von oben machen. Na, das war von der Seite, du Vogel. So, hier. Kommt auch recht langsam. Da gibt es dann noch Varianten, wie ihr die abbrechen könnt und so weiter. Das zeige ich euch noch. Ich wollte euch nur erstmal die Standardsachen zeigen. Also zum Gegner hin dashen. Schwerer von oben. Da kommt dann die Sense sozusagen. So, Sprintangriff war da auch.
Der sieht an sich ziemlich cool aus, wenn man das hier macht. Einfach keinen Gegner anvisieren, zusprinten, schwere Taste. Dann macht ihr diesen hier, Zweifachangriff heißt das Ding. Und den könnt ihr auch nach dem ersten Angriff abbrechen mit der Kreistaste oder B, je nachdem worauf ihr spielt. Das sieht dann so aus. Ja, dann hört er einfach in der Bewegung auf, nach dem ersten Schlag und macht nicht mehr diesen Riesensprung. So, das waren die Sachen. Zone Attacks hat er auch eine sehr gute. Das wäre diese hier. Mit der Zone Attack kann man noch verschiedene Sachen machen, die ich euch gleich zeigen werde. Standardmäßig wird sie aber ausgeführt, wie jeder andere Zone Attack auch. Schwerer und leichter Schlag gleichzeitig drücken. R1, R2 wäre das hier bei der PlayStation. Und verbraucht sehr viel Ausdauer. Die Zone Attack natürlich. So, apropos Ausdauer. Er hat noch eine Sifu-Haltung. Oder Shifu, wie man die aussprechen möchte. Könnt ihr euch aussuchen. Wenn ihr keine Ausdauer habt, ähnlich wie bei der Nobushi, die hat ja auch die verborgene Haltung, hat er hier auch so eine Haltung, indem ihr einfach den rechten Stick nach hinten drückt. Wenn ihr gedrückt haltet, bleibt er in dieser Position stehen. So, eben habe ich ja gesagt, dass die Zone Attack sehr viel Ausdauer frisst. Und diese Haltung ist bei dem Jiang Jun dafür da, um Ausdauer wieder aufzuladen. Wenn ihr also alle Ausdauer mal raushaut einfach. So, dann gehe ich jetzt in die Haltung und achtet auf den Ausdauerbalken. Zack, da ist er wieder voll. Könnt ihr einfach dann in die Haltung gehen, wenn die Ausdauer weg ist. Gedrückt halten und dann bleibt er stehen und der Ausdauerbalken füllt sich sehr schnell. So, aus dieser Haltung kann man dann auch noch verschiedene Sachen machen, wo ich auch gleich noch drauf eingehen werde. So, das war das. Also, ihr habt die leichten normalen Schläge gesehen, die schweren normalen Schläge, den Ausweichangriff nach vorne. Und nun zeige ich euch, was man alles damit anstellen kann, auch mit der Haltung und den Ausweichen nach hinten. So, womit fangen wir an? Genau, Ausweichschritt zur Seite und dann den schweren, habe ich euch schon gezeigt, dass ich das sehr langsam finde. Da könnt ihr per Softfeint den schweren abbrechen und einen leichten machen. Das sieht dann ein bisschen besser aus, wenn ich hier mal zur Seite ausweichen könnte. Also, Softfeint wisst ihr, ihr drückt einfach den schweren Schlag und drückt danach gleich sofort den leichten. Siehst du, da wechselt er sogar auch die Richtung und würde dann mit einem leichten Angriff von der anderen Seite schlagen. So. Schwerer ausweichen und dann haut er mit dem leichten Schlag einfach von der anderen Seite. Der Plünderer, der blockt halt hier die ganze Zeit auf der linken Seite, deswegen muss ich da mal gucken. So, aber so sieht es dann aus. Ausweichen, schweren und dann leichten kommt dann von der rechten Seite. Obwohl ich nach links ausweiche, kommt der leichte von der rechten Seite. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ihr einfach nur ausweicht und den schweren dann macht hier, der sowieso so langsam kommt und wahrscheinlich pariert wird. Könnt ihr den schweren hier abbrechen und den leichten dann von der anderen Seite machen. So, und da könnt ihr dann natürlich danach auch weitermachen, weil es ist natürlich auch ein Kettenstart. Wenn ihr danach also noch einen schweren drückt, dann wäre der dann unblockbar. So. Ja. Also alles könnt ihr eigentlich mit einem schweren unblockbaren zum Abschluss bringen, wenn ihr das wollt. Wirklich jede einzelne Combo. Und da zählt auch hier diese zu leichten und so weiter. So. Und dann gab es noch den schweren Schlag von oben. Also Randdashen und den schweren hier von oben. Auch sehr langsam. Den könnt ihr auch abbrechen mit einem Softfeint. Und zwar, wenn ihr schweren Schlag drückt und danach sofort die Guardbreak-Taste, also die 4X-Taste oder X auf der Xbox. 4X-Taste ist es hier auf der PlayStation für den Guardbreak. Also hier, ne, die Taste, ihr kennt die. So, und dann würdet ihr auf den Gegner zudashen, schweren von oben und dann sofort Viereck drücken. Dann passiert das ja. Und das ist der Schienbeintritt. Kann man sehr gut dafür benutzen, wenn Gegner defensiv spielt, viel blockt und so weiter und ihr den nicht offen kriegt. Dann tritt ihr den einfach gegen das Schienbein. Geht aber wirklich auch nur bei den Dash-Angriff. Also hindashen, schweren von oben und dann sofort Viereck. So, dann seht ihr schon, man hebt die Waffe für den schweren und dann bricht man den mit der 4X-Taste halt sehr schnell ab für den Kick.
Danach könnt ihr dann auch einen leichten Schlag zum Beispiel machen. Also Schienbeinschlag, Dach und dann hier den leichten von rechts. Oder leichten von oben, könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt aber auch einen schweren Schlag machen, um wieder einen unblockbaren zu machen. Da könnt ihr euch die Seite dann auch aussuchen. Ist eigentlich eine gute Variante, wenn ein Gegner sehr defensiv spielt und eure schweren Schläge und eure leichten Schläge gleich anfängt zu blocken. Dann einfach den Schienbeinschritt und vielleicht hier dann einfach einen schweren. So, das war die Variante. Eigentlich auch eine ziemlich coole Fähigkeit, finde ich, mit dem Schienbeintritt. Und hier halt, wie gesagt, die Ausweichangriffe mit dem schweren und dann den leichten angreifen. Könnt ihr auch damit abbrechen. So. Schon mal sehr coole Sachen. So, und dann kann man noch viele Sachen mit der Ausweichhaltung anstellen, nämlich auch Schläge abbrechen. Wenn ich jetzt mal so einen schweren Schlag mache und ich gehe sofort in die Ausweich mit dem rechten Stick nach hinten. Damit könnt ihr übrigens auch Schläge ausweichen. Also wenn der Gegner jetzt schlagen würde und ich gehe einen richtigen Moment nach hinten, kann ich damit die ganze Zeit hier, ja, Schläge ausweichen. Und gedrückt halten dann natürlich auch, um meine Ausdauer wieder aufzuladen hier. Aber ihr könnt auch Schläge damit abbrechen, indem ich hier schweren mache und gehe dann sofort in die Haltung. Kann ich den schweren Schlag einfach antäuschen und in die Haltung gehen. Wirklich aus jeder Variante. So. Was ihr machen könnt, wenn ihr in der Sifu-Haltung seid, könnt ihr eine Zone-Attack machen. Ja, dann hört ihr auch immer den sprachlichen Bonus dazu. Dann wisst ihr, ihr habt jetzt richtig gemacht. Also Ausweichhaltung und Zone-Attack. Das ist ja diese hier. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen schweren Schlag jetzt antäuscht, in die Haltung geht, dann sofort die Zone-Attack danach folgen lassen. Könnt ihr auch von oben dann den Schlag antäuschen, hier zack, in die Haltung und Zone-Attack. Die lässt sich dann natürlich auch wieder kombinieren mit einem leichten zum Abschluss oder auch wieder einen unblockbaren. Also schweren von oben antäuschen, Ausweichhaltung, Zone-Attack und dann den leichten nochmal hinterher. So, das ist die Variante mit Ende leicht. So. Oder halt den schweren. Das sieht dann so aus. Also da könnt ihr wirklich so viele Varianten machen. Da findet jeder sicherlich auch seine Kombos, die er dann gerne macht. Aber den schweren anzutäuschen und in die Haltung zu gehen, ist schon mal eine coole Sache. So, das war's. Das war das dazu. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und natürlich könnt ihr auch jeden Schlag mit der Kreistaste abbrechen hier. Also das ist ja Standard, ne? Das muss ich ja nicht mehr erklären, dass ihr Schläge abbrechen könnt mit der Kreistaste. Ausdauer leer. Wieder auffüllen in der Sifu-Haltung. Und so weiter. So, das sind eigentlich schon ziemlich gute Kombos, wie ich finde. Natürlich könnt ihr auch den Schlag zum Beispiel, wenn ihr hier den Schienbeintritt macht. So, das wäre die normale Variante. So, den könnt ihr natürlich hier auch abbrechen. Und könnt darauf warten, dass der Gegner vielleicht pariert oder so, ne? Wenn ihr den Schienbeintritt macht, den von oben hier, den nächsten Unblockbaren einfach antäuschen, warten, dass der Gegner pariert und dann pariert ihr selber den Gegner. Da gibt es dann natürlich auch gleich noch coole Varianten, was der gute Jiang Jun kann, wenn er pariert, das zeige ich euch gleich. Das könnt ihr aber auch theoretisch machen, indem ihr den Unblockbaren, den könnt ihr auch abbrechen, indem ihr hier den Ausweichschritt macht und dann eine Zone-Attack wieder folgen lässt. Also den hier Schienbeintritt, dann in die Haltung, dann die Zone-Attack und dann vielleicht den schweren halt von der rechten Seite geben. Also ihr könnt, wie gesagt, alle Schläge, alle schweren auch abbrechen mit der Ausweichhaltung, mit der Sifu-Haltung. Und dann den leichten, ja. Das war halt Schienbeintritt, schwere antäuschen, Ausweichhaltung, Zone-Attack und nochmal einen leichten oder schweren. So, ich bringe den Gegner mal kurz dazu. Nee, nicht Gegner wechseln.
dass der ein wenig schlägt. So, ich habe den Plünderer gerade mal umgestellt, dass er hier mal schwere Schläge raushaut. Dann kann ich nämlich zeigen, was der gute Zhao Jun macht, wenn er pariert. Also Schläge parieren könnt ihr ganz normal. Wie jeder andere auch. Nur ich krieg's natürlich wieder nicht hin. So. Ihr habt zwei Möglichkeiten, wenn ihr einen Schlag pariert. Ihr könnt sofort die Viereck-Taste drücken für Guardbreak. Dann packt ihr den Gegner am Hals. Das zieht dem Gegner sehr viel Ausdauer ab. Wirklich, wirklich gut. Also in der Beta hat das sehr viel Ausdauer abgezogen. Muss man mal schauen, wie sie das geändert haben. Wenn man hier auf den... Ja, ihr seht schon. Parieren ist ja schon selber, dass er da ein wenig Ausdauer verliert. Das ist eine Variante, was ihr machen könnt nach einem Parry. Aber wie ich finde, eine sehr coole Sache. So, ihr könnt dann die Taste auch ein bisschen gedrückt halten. Umso mehr Ausdauer saugt er einfach auch weg. Ich lasse ihn nochmal seine Ausdauer komplett voll aufladen. So, jetzt hat er volle. So, warten wir noch kurz. Er hat volle Ausdauer. Und jetzt sauge ich ihn die weg. Und jetzt ist er gestorben dadurch. Aber ihr könnt ihn fast mit einmal per Parryen die komplette Ausdauer wegsaugen. Da seht ihr das. Und er hat echt ganz wenig. Das finde ich auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr könnt parieren und dann eine Zone Attack machen und dann ist die unblockbar. Na? Seht ihr? Das ist dann die Variante mit der Zone Attack. Wirklich nach jedem Parry könnt ihr einfach Zone Attack machen. Die ist immer unblockbar dann. Finde ich sehr stark. Und danach könnt ihr sogar noch einen weiteren schweren machen, der auch unblockbar ist. Könnt ihr also einmal parieren und dann gleich zwei unblockbar hintereinander. Oder ihr halt den zweiten dann theoretisch antäuschen, wenn ihr nicht zwei unblockbare Schwere hintereinander rausballern wollt. Also parieren, dann so ein Attack, unblockbar, einen schweren nochmal machen, auch unblockbar. So. So ein Attack, schweren und finde ich einfach eine richtig geile Variante, wenn man einfach mal einen Schlag pariert, dass du da so viel Krams rausballern kannst. Oder den zweiten schweren dann wieder mit der Ausweichhaltung hier abbrechen. So, man kann auch Schläge, wie gesagt, hier ausweichen, indem ich einfach immer den rechten Stick nach hinten mache, das habe ich ja auch schon gesagt. Funktioniert auch sehr gut, wenn ihr das im richtigen Timing macht. Und dann einfach eine Zone Attack raushaut. So. Das waren die Varianten, oder die Standardvarianten und Standard-Kombos, die der Zhang Jun so hat. Die könnt ihr natürlich noch variabeln und je nachdem, wo ihr eure Schläge abbrechen wollt und den Gegner zum Parieren zwingen wollt, könnt ihr das sicherlich variieren, wie ihr möchtet. Also ich finde, der hat sehr viel Möglichkeiten, wie man das macht. Und das waren jetzt erstmal meine Ideen und ja, meine kleinen Tipps, wie ihr mit dem am besten anfangen könnt. Vielleicht hat euch das Video gefallen, wenn ihr die Klasse vielleicht noch gar nicht gekannt habt, ob ich euch da vielleicht einen kleinen Anreiz geben konnte, den vielleicht als nächstes für euch freizuschalten. Wenn euch das Video vielleicht geholfen hat, ein bisschen hilfreich war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, auch noch die anderen Klassen von Marching Fire hier in For Honor vorzustellen. Wieder in dieser Art wie dieses Video, wenn es dann hilfreich war. Also vielen Dank fürs Einschalten und ja, ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.